Aber, mei, man kann eben nicht alles haben. So, bevor wir jetzt irgendwie uns hier, ich baue euch jetzt irgendwie hier noch so viel Müll, aber sammeln wir doch lieber mal hier die Kräuter auf. Na, wo sind sie denn da? Und hier oben, ja, wo sind das Eichhörnchen da? Eichhörnchen! Guck, guck. Oh, ich liebe Eichhörnchen. Ich liebe diese Viecher. Und gleichzeitig kann ich sie hassen. Beim Autofahren. Wenn sie einfach mal so auf die Straße laufen. Ich hasse es. Ich hasse es. Weil ich diese Viecher über alles liebe und ich mag die nicht. Und ja, ich passe. Man will die Viecher nicht überfahren. Aber die rennen dann immer einfach so auf die Straße. Ich versuche immer auszuweichen und abzubremsen. Bis jetzt hat es immer geklappt. Naja, bis auf... bis auf gestern. Immer hat es geklappt, dass ich einem Eichhörnchen ausgewichen bin, beziehungsweise eine Bremse reingehauen habe. Das ist mir scheißegal, ob mir da hinten einer reinfährt. Das ist mir scheißegal bei Eichhörnchen. Dafür liebe ich die Viecher zu sehr. Aber gestern leider nicht mehr. Leider nicht mehr. Der bremst, regnerischer Tag, und auf einmal springt das Viech auf die Straße. Hallo. Zirkusvorstellung beginnt am Abend. Seit ich ein Kind war, freue ich mich auf diesen Tag. Ja, es ist sehr schade eigentlich mit Eichhörnchen immer. Ich liebe die Viecher eigentlich, aber... Mei. Es ist leider so. Das passiert leider schneller, als man denkt. Viel schneller, als man denkt. Es war zwar jetzt das erste Mal, dass ich überhaupt es nicht mehr geschafft habe, einem Viech auszuweichen, aber trotzdem, es ist halt, man fühlt sich trotzdem nicht gerade toll. Sagen wir es mal so. Gut, es gibt natürlich Leute, die stecken es einfach so weg und sagen dann, Mai, ist doch das Viech selber schuld. Wenn es halt so blöd ist und auf der Straße läuft, ja, Aber Mai, wenn man halt ein wenig diese Viecher mag und ein wenig diese Viecher liebt, dann ist das doch ein bisschen... Naja, geht das einem doch ein bisschen ans Herz. Aber lassen wir das Thema. Wir rennen jetzt mal lieber in die Stadt, um mal kurz mit Pascal, glaube ich, heißt er, zu reden, um auf die Tuckerninsel zu fahren. Und was mir gerade einfällt, ich sollte mir ein Kraut mitnehmen, denn der junge Panda drüben frisst ja gerne Kräuter, wo es mir gerade einfällt. Und ich kann auch einen Abstecher hier an den See machen. So, die Himbeeren nehmen wir gerne mit. Gibt hier noch was? Hier drüben vielleicht? Nein. Und, ich werde noch Pilze, sage ich schon. Ich wollte schon sagen Pilze angeln, genau. Ich werde jetzt noch Fische angeln. Wenigstens einen. Und damit ich meinem erwachsenen Panda wenigstens etwas geben kann, dann gebe ich dem halt einen Fisch. Ich glaube, das ist besser als nichts. So, wie ging das hier eigentlich nochmal mit dem Angeln? Einfach dann, glaube ich, auf A drücken. Wenn du es anbeißen würde. Das ist halt dann die Voraussetzung. Ja. Beiß an. Jawohl. Ja, eine Dose. Da wird sich der Panda drüber freuen. Da zerreißt er mich ja, wenn ich ihm die Dose gebe. Na? Beißt schon an. Jawohl. Und da haben wir einen Fisch. Eine Rossmark... Nein, das ist ein Grünling. Wunderbar. Ja, man merkt, ich kenne mich mit Fischen ungefähr genauso gut aus wie... Mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, aber... Genau damit. Ja, ist egal. Wenigstens, wir werden jetzt in die Stadt laufen, um dort Pascal aufzusuchen und auf die Tuckerninsel zu fahren. Und wir können beim Zauberer vorbeischauen, wo es mir gerade einfällt. Denn ich habe famose Milch, die muss ich jetzt noch zur Butter machen, kein Problem. Muss ich mir nur die Buttermaschine kaufen, easy peasy. Halt, da sehe ich was. Dann habe ich den Hibiskus, den habe ich ja auch.
Und was war jetzt das andere? Ich glaube, das war gutes Maismehl. Aber ich bin mir da nicht mehr sicher. Das sehen wir ja gleich. So, ich weiß gar nicht. Der Zauberer wird heute schon sein Haus für mich geöffnet haben. Der hat doch immer Tag der offenen Tür. Wie bei einer Schlampe, da ist auch immer Tag der offenen Tür. Und was, wieso vergleiche ich ihn jetzt gerade? Nein, lassen wir das. Und wir rennen jetzt mal kurz zum Zauberer. Um ihn mal zu fragen, was wir denn jetzt eigentlich brauchen. Denn ich habe es schon wieder vergessen. Ich bin mir nicht sicher, war es jetzt das Maismehl, ja oder nein? Zauberer, ich benötige dich. Übrigens, der Zirkus ist um 15 Uhr. Um 15 Uhr beginnt er oben, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es war 15 Uhr. Nein, das weiß ich nicht auswendig. Ich habe mich voll informiert. Nur mal so nebenbei erwähnt. So, dann sag mal. Hibiskus, famose Butter und gutes Maismehl. Alles klar. Ja, ja. Was hat der da eigentlich unter seinem rechten Auge? Diese weißen Striche da. Irgendwie ist er ein Indianer oder sowas. Keine Ahnung. Das ist eine Narbe, die ihm mal ein Typ zugefügt hat. Oder war er besoffen und die Freunde von ihm haben ihn angemalt? Da gibt's doch dieses Lied, ihr Schweine, habt mich angemalt. Nach dem Motto irgendwie. Egal. So. Hier müsste jetzt irgendwo Pascal eigentlich sein. Irgendwo hier war der doch. Nein, hier hinten war der. Ah, ist schon zu lange her, dass ich gespielt habe. Ah. Du bist nicht Pascal, du bist Oscar. Nein, du bist Tobi. Tobi Maguire. Wo ist Pascal? Wollt ihr mir damit sagen, ich kann nicht an Feiertagen rüber auf die Tukaninsel? Das wäre scheiße. Ein bisschen scheiße wäre das, ja. Ich meine, im richtigen Leben, im Real Life, da freut man sich. Ich habe schon gemeint, was war denn das jetzt für ein Geräusch? Dabei war es eine Möbel. Im Real Life freut man sich ja immer, wenn Feiertage sind. In dem Spiel konnte man nicht jedes Mal fluchen, wenn irgendein scheiß Feiertag ist. Weil man einfach zu nichts kommt. Man kann nichts machen. Oder wenig, besser gesagt. So. Mag da mal bitte jemand anbeißen? Dankeschön. Und natürlich eine Dose. Wie kann diese Dose eigentlich anbeißen? Das habe ich nie so ganz verstanden. Na holla. So. Und weiter. Oh, jetzt haben wir mal einen Fisch. Das war ein Grünling, wenn ich mich nicht irre. Ganz genau. So. Verdienen wir heute halt mal ein bisschen Geld mit dem Angeln. Und noch ein Grünling. Ja, wunderbar. Wird mal Zeit, dass ich meine Angel ein bisschen verbessere. Nochmal mit Erz. Ich glaube, mittlerweile habe ich eine Kupferangel. Es wird Zeit, dass ich eine göttliche Angel mal herstelle. Dafür brauche ich erstmal seltenes Erz. So. Lalalala. Na, mag was anbeißen? Na? Ja, nein, mag nichts anbeißen. So, die Uhrzeit sagt 14:30. Das bedeutet, nach dieser Angelaktion kann ich mal zum Ding gehen, zum Zirkus. Wobei, nein, eigentlich habe ich Zeit. Wenn man es mal theoretisch bedenkt, eigentlich habe ich ja Zeit. So, dann werde ich mich jetzt mal ganz kurz stumm schalten, um mal kurz meinen Hals so richtig ordentlich zu reinigen, weil irgendwie, na, der mag gerade nicht so sehr. Also, ich mach mal kurz.
So, okay. Schon besser. Es will kein Fisch anbeißen. Eventuell will jetzt... Na, keiner? Hallo? Ihr Herr Fischi, 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 Fischi. Wunderbar. Sehr schön. Okay. Dann... Es ist 15 Uhr, dann würde ich mal sagen, gebe ich mal Tobi einen Fisch, damit ich mich ein bisschen mit ihm anfreunde. Ich hoffe, der mag Fisch. Könnte ich mir jetzt vorstellen, weil er schließlich Angler ist. Hallo. Das erste Mal in Elefanten hier, voll episch und so, weißt du. Ich finde in diesem Ort hier, du drückst mich die ganze Zeit weg, du bist ein Arschloch und so. So, okay, wo haben wir's? Da. Bitteschön. Oh, das mag er, okay. Denn wir brauchen mindestens ein Herz bei ihm, damit er sagt, hey du, sammel mal Abfall für mich, weil wir sind Freunde und deswegen sammelst du jetzt Abfall für mich. Ist auch bei meinen besten Freunden immer auch so. Ich komme auch immer mal her. Hey, komm, du bist auch ein guter Kumpel von mir. Komm, sammel mal bitte Abfall für mich. Ja, genau so ist das. Okay. Oh, mein Hammer hat bald Level 3, wenn es so weitergeht. Sehr schön. Was wollte ich jetzt eigentlich nachschauen? Ach ja, genau. Hier. So. Erst einmal Tobi. Hat 0 Herzen. Lina hat immer noch... Ein Herz, Mukurt, 4 Herzen, hey, yeah. Oh, Lisa hat kein Herz. Der Panda hat ein Herz. Die Katze hat 3 Herzen, stimmt, die gibt's ja auch noch. Und der junge Panda hat auch ein Herz. So, die Katze, die kann ich dann aber heute wahrscheinlich nicht besuchen. Wegen dem verfickten Zirkus. So, gehen wir mal kurz hoch. Kuckuck, ich möchte bitte den Zirkus begutachten. Ich möchte bitte auch ohne Eintritt zuschauen. Allein diese Musik schon. Ah, schreckliche Musik. Ein Schwein! Das ist ein Schwein! Das ist ein Schwein! Das hat eine Blume! Das Schwein hat eine Blume! Ah, das hat eine Blume, das Schwein. Die Theodor Zirkusgruppe begrüßt euch alle. Hiermit beginnt die Vorstellung. Hier habt ihr das Schwein gesehen. Bitte, freu dich auf die fantastische Vorstellung. Was ist, wenn ich jetzt eigentlich, wenn ich jetzt warte, schießt das Schwein dann nochmal irgendwie so Blumen aus der Nase raus? Das war irgendwie schon genial. Komm, komm, Schweinchen. Schieß eine Blume aus der Nase, komm. Das war voll cool. Nee, mag es nicht mehr. Ah, wenn die Zeit für die Vorstellung ist, klopf an den Zirkusstall. Ich will doch nur mal sehen, wie das Schwein eine Blume aus der Nase schießt. Das war cool. Das war das Coolste, was ich je gesehen habe. Ja. Hier ist die Mizi nicht. Mizi ist weg. Mizi? Löwe! Der Paolo, der Löwe. Wenn ihm zu nahe kommst, brüllt er. Passen seine Nähe besser auf. Ups. Meine Güte. Das... Soll das ein Zebra sein? Ja, ich glaube schon. Oh, ich habe einen Zebra gestreichelt. Schwein! Hm. Ah! Ich schieß mir eine Blume aus der Nase. Ah! Ich finde das so geil. Ich finde das so geil. Schieß es doch mal aus. Komm. Hm. Ich liebe das. Nochmal! Ich kann das stundenlang machen. Ernsthaft, Leute, ich kann das stundenlang. Es schießt Blumen aus der Nase. Ist das geil, oder was? Ist ja schon gut. Ich liebe dieses Schwein. Uch, wer magst du denn sein? Na, ich bin der Zirkusdirektor Theodor.